und soll dem... Ah, oh, scheiße, mein Arm juckt. Oh, das ist der rechte. Wir werden jetzt gleich erstmal in die Enklave gehen. Wie sieht's denn mit unserer Hut aus? Wir haben nicht mal Betten. Gut, aber dafür werde ich jetzt erstmal nichts verschwenden. Denn wenn wir uns jetzt hier aufbauen, das wäre Verschwendung von Material, da wir ja hier sowieso nur eine begrenzte Anzahl an Materialien haben. You know, don't get me wrong, this place is really nice. But with all the zombies out there, I'm worried we might not be able to hold out here forever. Could you keep an eye out for a large vehicle of some kind? Like an RV or a bus? Something we could pack everybody into and head out if things got bad? Even if we never use it, I think I'll feel better if I know we've got a plan B. Ja, da stimme ich dir zu. Das werden wir auch noch machen. Jetzt müssen wir aber erstmal eine Gemeinschaft aufbauen. Und hier, oh, wir haben direkte Nachbarn. Wie toll ist das denn? Hello? Hey, guys. Hier ist gar keiner. Komisch. Aber gut. Was soll's. Keiner zu Hause, auch nichts hier im Schrank. I've been sketching some plans in my spare time, and I think I hit on something. We need some more sleeping space. People are already sharing beds and shifts. Now I've drawn up some basic plans, but we'll want to get on this in a hurry. People are already talking about leaving. Ja, dann sollen sie doch alle abhauen. Undankbares Pack. Gerade angekommen, weißt du, und jetzt wollen die schon was von mir. So, jetzt gehen wir eben darüber und hoppala, und schauen uns an, was wir da hinten brauchen, um da die Hütte da hinten zu übernehmen. Denn wie gesagt, das da hier blau links da wird unsere tolle Behausung werden. Einen neuen Aussichtspunkt entdeckt. Ja, ist schön und gut. So, und das hier will ich übernehmen. 10 Personen und 50 Materialien. Okay. So, die 10 Personen. Wie viele sind wir denn? Wir sind 4, 5 an der Zahl, oder? Ja, 5. Ja, alles klar. Gut. Mit 5 Personen werden wir nicht weit kommen. Das heißt, wir müssen irgendwann Leute ran schaffen. Das schaffen wir wohl dadurch, dass wir hier das Vertrauen der anderen gewinnen. Dann machen wir mal in unserer Base erstmal das Nötigste und schaffen ein paar Betten. So, dann können die erstmal die Klappe halten. Später werden wir den Bereich hier erkunden. Wir holen jetzt erstmal 50 Materialien und versuchen irgendwie die 10, anderen 5 Leute ranzuschaffen. Wow, ganz ruhig Brauner. Oh, dann gucken wir mal, wo können wir denn Materialien herkriegen? Meistens eher so von Baustellen und sowas. Und Industriegebäuden. Das ist eher unwahrscheinlich, dass wir in einem Bürogebäude was finden. Manu, was ist das denn? Warum ist hier ein Punkt? Boah, mal gucken. Ach, Toilette. Deswegen. Gucken wir mal, was hier auf Klo ist. Aha, hier auf dem Männerklo mal wieder nix. Ist ja wieder typisch. Nur die Frauen haben immer die Gewehre und alles im Anschlag. Ist ja wieder typisch hier. Komm, sei bitte ein großer Rucksack. Oh shit. That's gonna bring trouble. Jawohl. Große Rucksäcke. Wow. Komm schon, komm. Ich drück auf den richtigen Knopf, ne? Oh, scheiße. Was soll ich denn jetzt drücken? Ey, jetzt willst du mich aber ärgern, oder? Was soll das denn? Alter. We lost a friend today. Let's schon scheiß Anfang, mach mal neu. Neues Spiel starten. Ja, komm, halt die Klappe. Komm hier mit Jacob. Und jetzt bitte nicht wieder in dem Sumpf da.
Jawohl. Was denn, wegen zwei Zombies? Na. Und Knie. Nothing's ever easy, is it? I guess we're moving on, huh? What's for the best? So. Not the only survivors around, you know. There's a few other groups scattered around the valley. Na, jetzt müssen wir... Ah, wir haben nicht mal so viel Auswahl. Komm, nehmen wir das hier. Können wir uns da erstmal niederlassen, denn hier oben sind sowieso für den Anfang besser. Es ist für den Anfang besser, denn so bekommen wir kommen wir schneller an Materialien ran. Klar, der Weg nach da unten ist länger. So. Machen wir uns mal hier in der Hood gemütlich. Die haben sogar Parkplätze, das ist doch schon mal klasse. Hi. Hi. What's up? What's up? Okay. So. Thank you. So, jetzt haben wir eine Gemeinschaft gefunden. Das ist doch schon mal eine Sache. So, und jetzt können wir uns daran machen, hier irgendwie zu überleben. Diesmal aber richtig. Hey, we've run into some trouble. They're in a tough spot. Can you give them an escort? Ey, ich bin gerade mal angekommen. Was ist mit denen kaputt? I think I'll check this out next. Duly noted. Oh. Oh shit, das geht in die Hose. Genau, Auto immer schön hier. Und. Jung. Nein, komm. All right, you're safe. Let's go, let's go. I'm done here. Wohin sollen wir denn gehen? Tiger. Na, was haben wir denn hier Schönes? Nur Zeug, was wir nicht brauchen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Better keep moving. We got zombies behind us. Okay. Na, ich drück immer auf die falschen Knöpfe. Entweder die Tasten neu belegen, weil ich drücke immer auf Alt, um mich zu verteidigen. Und alles andere, um irgendwas anderes zu machen. So, komm, steig ein, Lappen. Komm, du hast einen großen Rucksack, den will ich eigentlich haben. So, aber die kleinen Karren sind eh uninteressant. So, wohin will der Tunis denn? Der will da oben hin, zu einer... Zombie-Horde, komm, die nehmen wir noch mit. Und falls ihr euch wundert, warum ich das hier mit der Tür immer mache, das ist auch ein Erfolg, so 400 Zombies mit der Tür töten. Ja, das kann manchmal so kommen. Hey, das ist eine ganz komische Geschichte. Ich hoffe, ich habe den Tünnis überhaupt dabei. Oh, das ist noch zu Verkauf. Hallo. There you go. Okay, that's all we needed. Ja, gut. You know, don't get me wrong. This place is really nice, but with all the zombies out there, I'm worried we might not be able to hold out here forever. Could you keep an eye out for a large vehicle of some kind, like an RV or a bus? Something we could pack everybody into and head out if things got bad?
Even if we never use it, I think I'll feel better if I know we've got a plan B. Okay. Ich denke, das kriegen wir hin. Ne? Gehen wir schon von eben, wir sind nur nicht dazu gekommen. Ja, ich hoffe jetzt diesmal klappt das ordentlich, denn das dauerhafte Sterben ist ja nicht so geplant. Ich hatte viel mehr vor, das Ding hier zu überleben. Boah, jetzt hoch mit dir, du Sau! So, jetzt muss ich mal eben hier was bei WhatsApp schreiben. Na, komm. Scheiße, mein Handy, das ist zu langsam. Ich komme mit diesen iPhone-Tastaturen hier nicht klar. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Enklave-Einwohner ist zusammengebrochen. Enklave-Leute ist zusammengebrochen. Okay. Das heißt jetzt, sie sind weg. Oder was? Time to take a look around. Eine Tierklinik. Automechaniker, wir haben dein Auto. Gotcha. Fastfood Restaurant, öffentliches Klo, ganz viele Häuser. Ein Waffenladen. Ich glaube, den rauben wir gleich als erstes aus. Baustelle, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und eine Hütte. Potenzielle Heimatbasis ist die Kirche, die wir ja aus der Story von State of Decay kennen. Nicht? So, da haben wir dann eine Kneipe, da ist Holy ein shit, Koloss. Check out that freak. Warum sind ständig Kolosse da? Mhm. Meine Güte, du. Ich komm dir da hin gleich, du, sobald ich Munition hab. Dann hau ich die aufs Maul mit meiner Minigun. So, da hinten noch was. Zombie-Horde. Auch Käse. Jetzt muss ich eben nochmal was hier bei WhatsAppen. So, jetzt habe ich alles gewhatsappt, was ich whatsappen wollte. Ist ja alles ganz wutzig. Ich bin so lustig. So, Party Pebbles, was ist mit euch? Zombie-Horde hält auf Heimatbasis zu. Wenn das mal nicht uninteressant ist, ne? Die machen wir einfach so weg, so. So, aber first things first. Off another attack, if we're lucky. Having people on the walls is great, but if we had a watchtower, it'd be easier to coordinate our defense. Wachturm errichtet. Jacob hat den Weg gezeigt. Ich bin Jacob Ritter, ich bin der Held der Helden. So, hier haben wir so ein kleines Kabuff. In den Kabuffs ist auch meist Baumaterial drin. Da wir 50 brauchen und 10 Leute. 10 Leute holen wir uns da aus der Enklave gleich. Also aus den Schmarotzern. Das ist ja so toll. Was du alles nicht denkst, oder? See you back at base. Nein, Mann. Hier, nimm Snickers. Nimm ein Snickers, hab ich gesagt. Nimm das und stirb.